Mein Name ist Jürgen Ludewig, bin 72 Jahre alt, lebe seit 1966 hier im Kiezberger Straße gemeinsam mit meiner Frau. 2005 verstarb meine liebe Frau leider viel zu früh, nach 39 Jahren Ehe an Krebs. Nach diesem Zeitpunkt begann ich allein viel zu fotografieren und durch Deutschland und Europa zu reisen. Die schönsten Bilder meiner Reise habe ich im PC als Erinnerung gespeichert. Hier ein paar Bilder von meiner Reise aus Andorra. Andorra liegt in einem Hochtal der Pyrenäen. Am 8. September 1278 als Zwergenstaat in Form eines Fürstentums gegründet. Es ist das einzige Land der Welt mit zwei Staatsoberhäuptern. Der spanische Bischof von Urgell ist das amtierende Staatsoberhaupt, gemeinsam mit dem französischen Staatspräsidenten, die Garantie für die Unabhängigkeit des Fürstentums. Andorra ist 468 Quadratkilometer groß, im Norden durch Frankreich und im Süden durch Spanien begrenzt. Es hat 85.015 Einwohner, Stichtag 2010. Es ist kein Mitglied der EU. Als Touristenland ist es ein Einkaufsparadies mit geringer Umsatzsteuer. Die Mehrwertsteuer beträgt 4%. Hier sind viele Briefkastenfirmen ansässig. Die Amtssprache ist Katalanisch. Die Hauptstadt ist Andorra de Vella. Hier ist das Einkammerparlament und der Regierungssitz ansässig. Das Parlament wählt den Regierungspräsidenten. Die Regierung besteht aus 28 Räten und wird für jeweils 4 Jahre gewählt. Andorra ist Mitglied der OSZE, des Europarats und der Vereinten Nationen. In Andorra de Vella liegt das einzige große Elektrizitätswerk in der Stadt, das ausschließlich mit Wasserkraft über Rohrleitungen betrieben wird. Die Kirche Santa Coloma ist sehenswert in der Andorra de Vella. Es ist die Hauptkirche. Das am Hang befindliche Gefängnis ist mit 4 Insassen belegt. Montserrat ist ein Sandsteingebirge, das sich je 1200 Meter hoch aus dem hügeligen Hinterland der katalonischen Hauptstadt Barcelona in Spanien erhebt. Es ist ein Teil des Gebirgszuges Serralada Cantalia, katalanisches Vorküstengebirge. Unterhalb des östlichen Gipfels befindet sich das Benediktinerkloster Santa Maria de Montserrat mit dem berühmten Knabenchor der Escolania de Montserrat. Der Berg Montserrat ist das Wahrzeichen von Katalonien. Die fingerförmigen Felsen des Gebirges sehen so aus, als hätte an einzelnen Punkten das Gewicht von Felsbrocken den Untergrund befestigt. Jedoch hat Erosion das umgebende Material entfernt. Vom Kloster, 720 Meter aus hoch, gibt es mehrere gut angelegte Wege zum höchsten Gipfeln, dem San Gironi mit 1236 Meter. Und seit 2003 gibt es eine Zahnradbahn von Cremelara Montserrat direkt zum Kloster. Im Altarbereich des Klosters befindet sich die schwarze Mutter Gottes, die Schutzpatronin Kataloniens seit 1880. Soldoi ist ein Ort mit Hotels speziell als Herberge für Wintersport. Das war auch mein Domizil in Andorra. Mit der Seilbahn hat man die Möglichkeit, zum Gran Valira zu fahren und dort die schöne Aussicht in der Bergwelt zu genießen. Santa Maria de Meritzell ist mit dem Camilloturm auch für Pilger und gleichzeitig ein Wallfahrtsort, wo viele sich hingezogen fühlen. Die alte Kirche steht neben der neuen. Die neue ist exklusiver. Der Altarraum ist größer und heller gestaltet. Oberlicht kommt von oben. Es ist also eine freundliche Kirche. Das kleine Bergdorf Ostecivis ist eine spanische Enklave. Es beherbergt eine gute Gaststätte mit ausgezeichneten Schinken. Das kleine Bergdorf mit den engen Gassen schmiegt sich idyllisch an den Hang an. Urigel ist der Bischofssitz des spanischen Oberhauptes der Kirche. Der teilt sich ja, wie ich anfangs gesagt hatte, mit dem französischen Staatspräsidenten die Herrschaft.
und die europabekannte Kajakstrecke. Hier sind also viele, auch ausländische Teilnehmer, die hier ihr Trainingsprogramm absolvieren. Die gewachsene Bindung an den Kiez ist geblieben. Wenn ich von meinen Reisen zurückkomme, freue ich mich über jede positive Veränderung. Die zuständigen Wohnungsverwaltungen haben über die Grünflächenämter die Anlagen einschließlich der Wege positiv gestalten lassen, sodass dieser Komplex sauber und gepflegt ist. Leider gibt es auch ein unangenehmes Ereignis in unmittelbarer Nähe, das mich betrifft. Unmittelbar in meinem Kiez Eichbuschallee befindet sich das ehemalige Ministerium für Lebensmittelindustrie aus DDR-Zeiten. Nach dem Brand Ende Januar 2010 begann ich, mich über die weitere Werdegang der Ruine zu interessieren. Hierzu nahm ich Kontakt zum Bezirksamt und den Liegenschaftsfonds in Berlin und Bonn auf. Durch den Liegenschaftsfonds wurde das Objekt geteilt. Ein Teil mit dem ehemaligen Heizhaus und Teilgebäude wurde an die Netto-Gruppe verkauft. Die errichtete Einkaufshalle mit dem Parkplatz wurde von den Anwohnern angenommen. Mit der Teilung des Objekts beim Verkauf hat man meines Erachtens einen Fehler gemacht. Das Filetstück des Nettogrundstücks jetzt lässt sich leichter verkaufen, zumal die darauf befindliche Bausubstanz leichter zu entsorgen war. Man hätte nur das gesamte Grundstück verkaufen sollen. Die restliche Liegenschaft wurde im Rahmen einer Aktion am 14. April 2007 an die Meistbietenden verkauft. Die Eigentumsumschreibung auf den Käufer wurde am 17. Dezember 2008 im Grundbuch vollzogen. Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben ist somit nicht mehr Eigentümer der Liegenschaft. Der größere Teil des Objektes wurde an spanische Spekulanten verkauft. Die neuen Besitzer haben kein Interesse an einer Bebauung des Grundstücks, zumal es beim Verkauf seitens des Staates als Verkäufer keinerlei Beauflagung zur Nutzung des Grundstücks gegeben wurde und auf Anschreiben der Verwertungsgesellschaft nicht reagiert wurde. Ende 2010 wurde ein Brand angelegt. Die Kosten des Brandanschlages zahlen wahrscheinlich auch die Steuerzahler. Gleiches trifft für die Schneereinigung zu. Als Verwalter wurde mir die Hausverwaltung Feldhaus in der Bornholmer Straße 83 mitgeteilt. Mein Anruf bei der Hausverwaltung bezüglich der Schneebeseitigung war erfolglos. Sie fühlte sich nicht zuständig. Der jetzige Zustand der Ruine eignet sich als Kulisse für einen Nachkriegsfilm. Siehe Fotos. Von der Zigarettenfirma wird das Objekt als Depot genutzt, da das Gelände unzureichend gesichert ist und der Zugang für jedermann möglich ist. Der vom Bezirk installierte Bauzaun ist mehr oder weniger ein Lacher. Nach wiederholten Mahnungen und meiner Hartnäckigkeit an das Ordnungsamt erfolgte die Schneebeseitigung im letzten Winter schleppend und teilweise unzureichend. Da viele ältere Bürger hier leben, ist der Winter eine Gefahr für sie. Lässt man die aufgeworfene Problematik Revue passieren, da muss ich leider feststellen, dass der oberste Dienstherr, das Finanzministerium, der Arbeitsweise der Verwertungsgesellschaft gleichgültig gegenübersteht. Wahrscheinlich kommt es nur darauf an, die Probleme vom Tisch zu haben und die Knete zu kassieren. Somit hat der Bezirk den schwarzen Peter, sprich anfallende Kosten in der Tasche mit ihren knappen Kassen. Vielleicht sollte sich das Finanzministerium Gedanken über eine andere Arbeitsweise machen, eventuell Beauflagung und bei Nichterfüllung Rückabwicklung von Verträgen. Denn dieser Zustand des Objektes ist ein Schandfleck für die gesamte Gegend und für die Bürger. Ein unschöner Anblick. Der Spekulant wartet nur auf höhere Grundstückspreise, um diese Ruine mit Gewinn zu verhökern. Der Zeitpunkt der Nutzung des Grundstücks liegt somit in den Sternen. So blauäugig kann man doch nicht als Verkäufer sein. Hier ist die Arbeitsweise der Verwertungsgesellschaft äußerst mangelhaft.